Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Excel. Wir sprechen noch immer über Diagramme. Dieses Mal wollen wir so ein Liniendiagramm oder so etwas ähnliches machen. Wir wollen den Verlauf von verschiedenen Größen herzeigen, den zeitlichen Verlauf. Also, das ist das, was wir das letzte Mal gemacht haben, dieses Tortendiagramm. Ja, können wir uns erinnern, haben wir ein bisschen bastelt mit linkes Diagramm, rechtes Diagramm und so weiter. Ja, löschen wir das, sind wir fertig. Ja. Was wir jetzt machen wollen an und für sich ist, dass wir sagen, okay, das ist Kopierkosten und das ist halt zum Beispiel für Jänner 2022. Ja. Dann haben wir Februar 2022, März 2022, ja, Mritz. Oh, schau. Jetzt hat er es kopiert. April 2022? Ah, schau. Warum ist das passiert? Ja. Februar? Schau, Februar, das ist Standard, eine Standardtextzelle und da haben wir Benutzer definiert. Das ist interessant, gell? Ja, das gefällt mir ja fast besser, das fällt um. Das fällt um. Ja. Da haben wir, schau, das ist 1.3.2022. Und dann mache ich 1.2.2022. Na super! 1.1.2022. Super schaut das aus. Ja? April. Und jetzt kann ich nämlich, wenn Excel erkennt, ja, dass ein gewisses Muster drinnen ist. Und da haben wir jetzt immer 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. Und ich habe zwei Zellen. Dann versucht er dieses Muster zu erkennen. Schau, Mai, Juni, Juli, August. Lässig, gell? Also dieses Knopfchen da unten, wenn man zwei Zellen definiert und die haben ein gewisses Muster und zieht das entsprechend weiter, dann sagt Excel, gut, wenn sie es so haben wollen, dann sollen sie es auch bekommen. Ja? Das ist nicht immer angenehm, dass das Excel so macht, aber in dem Fall jetzt war es super. Ja? Das kann natürlich mit einem Textfeld nicht machen, weil da erkennt er kein Muster. Aber jetzt, wo er automatisch erkennt, heißt, der gibt da lauter Daten ein, ja, lauter Daten, ja, dann, ja, passt, machen wir so. Ja. Und da gebe ich jetzt einfach irgendwas ein, also wirklich wüt. Ja. Bah, das ist vielleicht ein bisschen zu wüt. Das funktioniert nicht. Da haben wir jetzt gesehen, jetzt hat es nicht so gut funktioniert, ja, weil jetzt haben wir dann Minuswerte. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Pass auf, dann machen wir 0,12 noch einer, dann machen wir 15 einer, dann machen wir 14 einer. Ja, passt. Minus 10 kann man, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, nein, das brauche ich nicht. Ja, das brauche ich nicht. Da, weil irgendwas ist schon kopiert worden. So, also schauen wir weiter. Vielleicht kann ich das. Dann ist es nämlich vielleicht angenehmer auszufüllen. Schau, da haben wir es auch nicht wirklich erwischt. Ja. Da machen wir 4,25. Ja. Wunderbar. Und dann machen wir da 2, 4, 9, 2, 7, 3, 4. Wunderschön. Ich will ja nur Fake-Daten, ne? Ich will ja nur Fake-Daten. Okay, das hat sich halt über Monate angesammelt so. Jetzt markiere ich das hier noch, sage mit dem Pinsel, ich mag das alles da bitte auf. Das sind jetzt, sagen wir, die aufgelaufenen Kopierkosten. Jetzt stört mir das da unten natürlich, dass da der Durchschnitt daneben steht, weil jetzt ist das im Februar Durchschnitt, puh, das gefällt mir nicht. Deswegen mache ich das so, Durchschnitt, ja, und ich ziehe das hier, weil das ist eigentlich das, was mir am besten gefällt, mit Mittelwert und Mittelwert wenn und so weiter. Ich ziehe das hier. Wenn ich das, einen Rahmen rund um eine Sache mache, ja,
und ich ziehe den Rahmen hier runter, dann verschiebe ich den Inhalt der Zellen und die Bezüge werden entsprechend mitkorrigiert. Das ist ja Leiwand, ne? Also das ist ja wirklich lässig. Ja? Und hier sage ich, ja, ist gleich diese und ziehe das auch nach unten und dann kann ich das da verschüssen. Ja? Gesamt und Durchschnitt. Jetzt stehen sie untereinander. Das mache ich auch mit Entfernen weg. Super. Ja? Weil jetzt kann ich rein theoretisch, jetzt schauen wir mal, ob wir die ganzen Dollars gut gesetzt haben, weil jetzt vorher da rum mit der Sache. Schaut das irgendwie plausibel aus? Nein. Schaut aber gar nicht plausibel aus. Warum denn nicht? Aha. Aha. Ja, wirklich war ja scheiße. Weil den blauen Bereich schiebt es ja auch mit. Also da haben wir schon einen Pfusch gemacht. Da haben wir schon einen Pfusch gemacht, muss ich sagen. Weil der blaue Bereich, ja, der da, die C, da brauche ich ja Dollars davor. Dollar, Dollar. Ja, super. Ziehe das da runter. Und jetzt ziehe ich es darüber. Passt es jetzt besser? Na, überhaupt nicht. Was ist denn da noch los? Ah, da unten, das A. Na, das ist ja genauso. Das ist ja genauso. Das heißt, da brauchen wir genauso ein Dollarchen davor. Aber jetzt muss passen. Jetzt muss passen, jetzt verschiebt es hoffentlich. Ja, schauen wir nochmal. Jawohl, jetzt schaut das auch sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, passt. Genauso, wie man es vorstellt. Ja, und im Durchschnitt, was haben wir da? Haben wir da, natürlich haben wir den gleichen Plätzchen gemacht, da haben wir, brauchen wir auch den Dollarchen da. Ja. Und natürlich, warte, das ziehe ich gleich da runter, weil das soll gleich da sein, das ist gut. Natürlich will ich hier das Dollar. Ja. Ist schon gut, dass wir gelernt haben, was das Dollar ist überhaupt. Beim Mittelwert, das passt. Müsste passen. Ziehe rüber, Mittelwert muss eigentlich gut sein. Ja. Und hier, das schaut jetzt auch gut aus. Jetzt haben wir ja schon eine ganz schöne, fette, große Tabelle. Okay. Und jetzt wollen wir uns anschauen, den zeitlichen Verlauf der andere Abteilung, das Chefpartie und von der Kalkulation an den Kopierkosten. Dann werden wir sehen. Die Kopierkosten selbst, der Verlauf der Kopierkosten selbst, werden wir uns auch anschauen. Ja? Also fügen wir etwas ein. Fügen wir etwas ein, sagen wir einfügen und wir machen sowas da. 2D-Liniendiagramm. Ja? Machen wir sowas. Ja? Boah! Das macht schon wieder was automatisch. Genau verkehrt. Ist ja wurscht. Klicken wir es an. Ja. Rechte Maustaste drauf, Daten auswählen. Entfernen. Weg. Ja. Okay. Jetzt haben wir ein leeres Diagramm. Diese Automatismen. Mir gefallen sie nicht. Habe ich das schon erwähnt? Egal. Rechte Maustaste drauf, Daten auswählen, hinzufügen. Ja. Reihenname, ja, wie ist der Reihenname? Das ist die Abteilung AA, andere Abteilung. Der Reihenname, Reihenwerte, diese. Schauen wir uns an, wie das ausschaut. Da geht's aber einmal in irgendeinen, im Punkt 4. Das heißt, der Punkt 4. Wie geht denn das? Ja. Schauen wir nochmal. Daten auswählen. Da haben wir gesagt, bearbeiten. Da wählen wir hier die Beschriftungen. Und da wählen wir das hier aus. Okay. Na, das schaut schon anders. Also im April hat die andere Abteilung ganz schön zugeschlagen. Ja, hat voll zugeschlagen. Okay. Blenden wir uns andere Abteilungen auch ein. Rechte Maustaste drauf, Daten auswählen wieder, hinzufügen, Reihenname, Chefpartie, CP, dieses Feld, Reihenwerte, diese. Bug. Ja, okay. Na, jetzt habe ich aber ganz schön verschoben. Aha, naja.
sind auch einmal auf 80 aufgekommen, gell? Die Chefpartie. Na, machen wir nur mal Daten auswählen, ja, hinzufügen, Reihenname, Kalkulation, Karl, Reihenwerte, darüber. Okay. Naja, bitte. Jetzt sehen wir die zeitlichen Verläufe, wie es im Jänner ausgeschaut hat, wie es im Februar ausgesehen hat, wie es im März ausgesehen hat, im April, Mai, Juni, Juli, August. Liniendiagramm. Gell? Sehen wir nebeneinander, übereinander. Jetzt können wir zumindest erkennen, ja, was ist das Größte? Was ist das Größte? Schauen wir uns nur andere Diagrammtyp ändern. Ja? Könnten wir zum Beispiel machen ein, was ist das? Gespaltene Linie, 100%. Okay. Aha. Schau. Da oben ist 100% und hier sehen wir, welchen Anteil der Kopierkosten die einzelnen Abteilungen praktisch gemacht haben. Ja? Da kann man das auf 100% skalieren. Also unabhängig praktisch von dem, wie viel, es sieht nicht mehr, wie viel es ist. Ich sehe nicht mehr, wie viel Euro Gesamtkopierkosten, es ist alles auf 100% skaliert. Ja? Auch eine Möglichkeit im Liniendiagramm. Ja? Machen wir das nur mal. Diagrammtyp ändern. Ja? Sowas schaut auch ganz okay aus. Ja? Wer es braucht, sage ich mal. Ich finde, das macht es etwas unübersichtlich. Mir gefällt es nicht so. Das ist eher was für Präsentationen, aber nicht um nachzuschauen. Das ist fürs Prospekt. Ja? Oder um etwas der Führungsriege zu präsentieren, sage ich mal. Ja? Und man will nicht ganz genau, dass man es genau sieht. Das habe ich nie gesagt. Ja. Nein, aber ich meine, also, ich weiß nicht. Ja. Schaut fancy aus. Okay, fürs Prospekt. Nennen wir es fürs Prospekt. Ja. Aber was man schon verwenden kann, das ist nicht ein Liniendiagramm, sondern so ein Flächendiagramm. Da gibt es nämlich auch. Gell? Flächendiagramm, zack, schauen wir sie an. Fläche, okay. Dann liegen die Linien übereinander. Da sehe ich aber nicht mehr, wie die im Hintergrund passiert sind praktisch. Ja? Also da sehe ich immer nur so, was oben ausschaut. Schaut ein bisschen so gebirgig aus. Ja? Und natürlich gibt es dann auch wieder so Diagrammtyp ändern. Sowas, was auf 100% skaliert ist. Und da finde ich, schaut es aber ganz cool aus. Weil da sehen wir jetzt wirklich genau eingefärbt, wer welchen Anteil an den Kopierkosten gehabt hat. Das finde ich schon noch übersichtlicher aus, wie bei den Linien. Ja? Und wenn ich jetzt auch noch sehen will, wie groß war denn der Gesamtbetrag, ja, kann ich nochmal den Diagrammtyp ändern, dann kann ich es nämlich übereinander praktisch hin platzieren. Dann schaut das so aus. Dann sehe ich auch, da bist du narrisch, im Jänner haben es kopiert wie die Wahnsinnigen. Ja? Und das ist jetzt gar nicht aufgefallen, dass das andere ja niedriger ist. Ja? Das ist jetzt praktisch nach Euro skaliert. Ja? Also nach den Werten skaliert und nicht normiert auf 100%. So schaut das aus. Ja? Das ist auch eine sehr übersichtliche Darstellung. Würde ich also, wenn ich Chef war, dann würde ich auf sowas bestehen. Dass man das gut erkennen kann, dass ich mir eine Vorstellung machen kann. Ja? Und so sollte ja auch dann eigentlich ein Spreadsheet aufgebaut sein, dass die Diagramme sollen ja unterstützen unsere Datenwahrnehmung. Ja? Und deswegen sollte man die so übersichtlich wie möglich halt irgendwie hinbekommen. Und nicht designtechnisch schön. Ja? Haben wir noch was? Schauen wir, ja, so dreidimensional, apropos designtechnisch schön, aber da geht es sogar. Ja. Da funktioniert es sogar halbwegs gut, aber wieder, muss ich sagen, ist eher fürs Prospekt. Ja. Eher fürs Prospekt, nicht für die tatsächliche Arbeit. Ja, das waren jetzt also Linien- und Flächendiagramme.
Das, was dem allen gemein ist, dass die X-Achse, also da war es halt Jänner, Februar, März, ich meine, der Februar ist zum Beispiel kürzer wie der März, das sehen wir da gar nicht. Das ist alles immer äquidistant. Ja? Das ist zum Beispiel bei Messwerten, kann ich das oft nicht brauchen. Wenn ich frage, nach 5 Sekunden war es so, nach 15 Sekunden war es so und nach 16 Sekunden war es so, dann kann ich das nicht brauchen, weil das verzerrt mich. Dann muss ich mir die X-Achse auch skalieren. Wie das funktioniert, werden wir uns das nächste Mal ansehen. Wie sehen wir ein XY-Diagramm? Und das ist dann, glaube ich, eins von den letzten Diagrammen, die wir machen werden. Da können wir jetzt eh schon ziemlich herumwerken, muss man sagen. Ja? Natürlich, ja, da gehen wir auch wieder alles Mögliche erinnern, aber das habe ich ja eh schon erklärt. Ja? Also, nächstes Mal XY-Diagramm für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.